Wieder eins von der ASM. Sehen sogar. Oh, alter Schwede, ist das geil. Das hänge ich mir auf. Das. Wow, das wird aufgehangen. Ein paar. Wow. What? Alter Schwede. Okay. Einfach mal so nebenbei ein Sealed. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Moment, das glaubt mir doch eh keiner. Warte, eine Sekunde. Hallo, seid gegrüßt zu einer neuen Folge. Heute mit einem Format, was schon lange nicht mehr im Kanal zu sehen war. Ist ja auch nicht so weiter tragisch, aber ich habe wieder was geschenkt gekriegt. Von dem lieben Sammlerkollegen. Mittlerweile sammelt er nicht mehr, denn das Ganze hat dazu geführt, quasi, dass ich zwei, drei Sachen von ihm gekauft habe und er ein ganz, ganz großes Lot hier in der Umgebung oder beziehungsweise ein bisschen weiter weg verkauft hat. Aber ja, er musste durch meine Stadt quasi durchfahren und hat gesagt, ich bringe dir das vorbei. Das, ja. Und da hat er nicht nur die zwei Sachen, die ich gekauft habe, vorbeigebracht. Der hat da noch so einen Karton mitgebracht, hat gemeint, hier, das ist auch für dich, kannst du behalten. Ist ein Geschenk, kannst du machen, was du willst damit. Und ich habe gesagt, jo, danke, cool. Und ich habe reingeguckt, kurz, und habe gedacht, okay, da muss ich ein Video draus machen. Da ist so viel Kram drin. Und ich versuche das Ganze auch nicht so trocken rüberzubringen. Ich versuche da mal ein bisschen was einzubauen. Aber ich zeige euch erstmal das ganze Ausmaß der Katastrophe. Das Ding wiegt ungelogen bestimmt 15, 20 Kilo. Das ist hier so ein Riesenkarton. Und der Steffen meint es gut mit mir. Ich habe übrigens, das sieht man gar nicht mehr auf dem Video, aber manchmal sieht man das, die Atari Jaguar OVP von ihm gekauft. Da war nämlich noch ein Inlay drin, das hat mir gefehlt. Und noch ein N64 OVP, was ich eventuell noch einblenden werde. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Sachen, die hier drin sind. Er meinte auch, du, wenn du was nicht haben willst, verkauf es weiter oder verschenk es weiter oder wie auch immer. Wir werden sehen, was alles drin ist und was ich davon gebrauchen kann. Ich fange jetzt einfach an, denn es ist, scheint wirklich viel zu sein. Oh, meine Güte. Okay, wir fangen an mit ein paar Musik-CDs. Coole Musik-CDs. AC/DC Live. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt in dem PC Action kocht Video, dass ich da echt drauf stehe auf diese älteren Sachen. Plus die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Ja. Und noch zwei Sido-Alben, nee, beziehungsweise einmal das Sido-Album. Wie heißt das Ding? Agro Berlin. Sido Agro Berlin, okay. Und Agro Berlin Ansage Nummer 8. Ich muss zugeben, ich war nie so ein großer Fan von Agro Berlin, aber schlecht waren sie jetzt auch nicht. No. Und einige der Künstler oder viele der Künstler haben es ja dann auch geschafft oder den Durchbruch geschafft. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Gamer. Sieht aus wie so ein Wandtattoo. Auch interessant. Ja, ist ein Wandtattoo. Findet sich bestimmt auch ein Plätzchen für. Zack. Okay. Hier haben wir ein bisschen Wow. Okay. Also, ein bisschen Papierkram. Shinobi Martial Art für die PlayStation 2. Das scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Werbeheft ist oder ob, weil zum Spiel damals kann es nicht mit dazu passen, weil das Format ein bisschen zu groß ist. Aber hier ist auch noch mal das Spiel abgebildet. Aber das scheint hier so ein kleines Artbook zu sein. Für das Spiel. Cool. Sehr schön. Dann haben wir ein Tomb Raider Comic. Zack. Oh, Poster. Ich liebe Poster. Ich habe hier so einen ganzen Ordner noch mit Postern da drin. Das fittet auf jeden Fall mit rein. Und zwar haben wir hier einmal
Far Cry 5 und, ist das richtig rum, Far Cry 5. Sehr schön. Sogar eines der Teile, was ich selbst durchgespielt habe, Far Cry 5, fand ich richtig cool mit diesem Sekten-Szenario. War ganz cool. Dann haben wir hier, oh, sehr schön, auch ein tolles Spiel. Jade Empire. From the land of the howling spirits to the gardens of the imperial city. A student trained from birth becomes a master. You will be called to face a great evil. On April 14th, the secrets of a world and the fate of an empire rest in the hands of a hero. Jade Empire. Rated M for mature. The journey begins April 14th. Wunderbar. Und hier auch noch mal hinten. Sehr schön. Das ist von der Maniac übrigens. Das Poster hier. Klasse. Oh. Jetzt kommt ein Poster. Ganz altes Ding. Vom aktuellen Softwaremarkt von der ASM. Ah, sehr schön. Lidl XS soll das wohl heißen. Mensch, das ist der Hammer. Hier hinten ist noch so ein Test, oder nee. Bei den Postern war ja kein Test dahinter immer, das wäre blöd. Bisschen Werbung. Ah, das Poster sieht ja mal mega aus. Lidl XS, da muss ich mal schauen, was das für ein Spiel ist. Sieht nach einem schönen Shooter aus. Dann haben wir hier ein Poster vom Winzer. Auch sehr schön. Oh. Und da hinten ein Poster von Apydia. Wow, sehr schön. Mega. Und das ist von der Amiga Joker, das Poster. Okay, wieder eins von der ASM. Sehen so. Alter Schwede, ist das geil. Das hänge ich mir auf. Das. Wow, das wird aufgehangen. Also, nicht das Outlander wird aufgehangen, aber das hänge ich mir sowas von auf. Arabian Nights. Habe ich original für den CD32. Ich liebe dieses Jump'n'Run. Das gab es auch auf dem Amiga 500. Ich liebe diesen Ich liebe es. Es ist einer meiner liebsten Jump'n'Runs. Mega geil. Boah, geil. Geil, geil, geil. Boah, super Sache. Dann wieder einen von der Amiga Joker. 1869. Und... ja, das Spiel kenne ich nicht, aber ich gucke noch mal genau hin, ob ich es erkenne. Nein, ich erkenne das Spiel nicht. Vielleicht kennt ihr das Spiel. Sieht auf jeden Fall nach einem schönen Artwork aus. Ich habe mir die Landschaft angeguckt. Nicht, dass ihr jetzt wieder auf irgendwelche Gedanken kommt. So, sehr schön. Weiter geht's mit Vollgas ins Entertainment. Ja, wieder von der Amiga Joker. Das Spiel sagt mir auch nichts. Wir gucken mal. Vielleicht kennt ihr das. Und Out of Luck in Outer Space, Suspicious Cargo, starring Jonah Hayes, Gremlin Graphics Production. Das Spiel sagt mir auch nichts. Aber das sind echt schöne Poster, hammermäßig. Und es hört nicht auf. Wieder von der Amiga Joker, zwei schöne Artworks von Spielen, die mir nichts sagen. Aber sehr schön. Damals waren so die Cover, wenn man das so mal schaut, wirklich künstlerisch wertvoll, kann man schon fast sagen. So, das sieht nach Rainbow Six aus. Von der, ja, Rainbow Six 3. Das ist die XBG Games, wahrscheinlich ein Xbox Magazin. Oh, und da, ja, sehr schön. Dahinter ist auch ein schönes, ja, ein schöner Kalender von 2004. Da haben wir dann auch das Jahr, wo das erschienen ist. Dann wieder von der ASM. Zwei schöne Artworks. Einmal hier so ein alter Mann
und so muss das wohl sein. Keine Ahnung. Sagt mir echt nichts. Sieht aber noch so ein 3D-Bild aus, ne? Ja. Hey. Weiter geht's. Wieder ASM. Was haben wir hier? Aha. Das sagt mir was. Ist das Bett? Ich weiß es nicht genau. Das dahinter sagt mir nichts. Sieht aber schön aus. Yes. So, dann haben wir wieder Comics. Einmal eine... Okay. Turok und Shadowman. Zusammenkunft eventuell. Oh, und hier hinten. Ach, das ist das... Hammer. Das ist hier diese... Damals, ich stand ja richtig auf diese Movie Maniacs Figuren. Die waren so detailliert. Und hier unten auch die Metal Gear Solid Figuren, die... Kenne ich alle noch von früher, Resident Evil. Die Figuren habe ich ja hier oben ganz, ganz viele von. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann hier ein Tomb Raider Comic mit Witchblade zusammen. Dann The Darkness. Gibt es ja auch schöne Spiele von. Darkness 1 und 2. Oh, geil. Okay. Das ist geil. Das ist geil. Ja, Resident Evil Comic. Nicht die Erstausgabe, ich habe da sowieso dieses Leder gebunden in Rot, diese Compilation. Aber die mal wieder einzeln zu sehen, sehr, sehr schön. Cool. So, weiter geht's. Das waren, glaube ich, die Poster. Dann haben wir hier so zwei Verbrauchsinformationen, die in den Spielen immer mit drin sind. Die kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier ein paar... Wow, what? Alter Schwede. Okay. Ich glaube, ich werde das alles behalten. Tut mir leid, Leute. Also da ist so viel geiles Zeug drin. Okay, wir haben hier erstmal noch ein weiteres Gamer-Wand-Tattoo. Anderes Motiv. Sehr cool. Dann Command & Conquer Alarmstufe Rot, das Kombinat. Ist das irgendwie ein Zusatzmissionsdings oder was ist das? Also das ist hier so eine schöne, diese Fold-Höhlen, die gab es glaube ich auch bei Blade Runner, wenn ich mich nicht täusche. Boah, kriege ich die mal jetzt wieder zusammen, ey. So. Command & Conquer Alarmstufe Rot, das Kombinat. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das irgendwie ein DLC? Ist das das Spiel? Scheint für einen PC zu sein. Ja, PC CD-ROM. Sehr schön. Dann Heavy Metal Fact 2, ein Spiel, was ich damals tatsächlich auch durchgespielt habe. Taste the blood. Swallow the tears. Feel the fear. And get ready for combat. When evil returns, its name is Gith. Fact 2 has no mercy. Fact 2 will reign. One lone savior. Heavy Metal Fact 2, Summer 2000. War so eine, ein blutiges Gemetzel, Action-Adventure. War cool, also Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Von Ritual Entertainment. Heavy Metal Fact 2 basiert, glaube ich, auf so diese Heavy Metal
Fact-Dingens. Diese, wie nennt sich das, Mensch? Professionalität ist wieder am Start. Visual Novels. So, nee, nicht Visual Novels. Was laber ich da? Oder? Heißen die so? Auf jeden Fall keine Comics, sondern das, ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir Stronghold Crusader Extreme. War nie meine Art Spiel, aber ist schön in so einem Schuber drin. Das sind diese, ja, Age of Empires und Anno und Earth-Type Games. Stronghold Crusader Extreme. Dann haben wir Cossacks Battle for Europe. Auch schön, auch für einen PC. Cossacks 2 sogar soll das sein, ja. Inklusive voll illustrierter und detaillierter Enzyklopädie, ja. Dann, oh, sehr schön. Ich mag ja diese so Big Boxen Art Dinger, habe ich auch ein paar von. Und zwar ist das die Cossacks Anthology. Da haben wir Back to War, The Art of War und European Wars. Sehr cool. Oh, ich muss hier aufpassen, dass hier nichts runterfällt. Jetzt, da kommt noch so viel, alter Schwede. So, machen wir einfach weiter. Einfach mal so nebenbei ein Sealed Mickey Epic für die Wii. Vergessene Freunde. Folgt die Legende, die du einst zu kennen glaubtest. Bewaffnet mit der Macht des Pinsels. Ihrer Bestimmung und wird zum epischen Helden. What? Hammer. Alter Schwede. Aber, boah. Okay, dann Virtual Cop für den PC. Ich dachte zuerst, als ich da gesehen habe, ey, das ist für einen Saturn. Nein, das ist für einen PC. Virtual Cop. Mega. Habe ich ja auch für den Saturn. In dieser Gunbox da, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt habe ich es auch für den PC. Dann, ja, an den Quatsch erinnere ich mich auch noch. Und das ist auch wieder Nostalgie. Das ist echt der Klo-Manager. Ja, der Klo-Manager von Rondo Media. Okay, dann sehr schön. Dungeon Keeper 2 in der Playze Games. Volume 3, das waren glaube ich so diese Compilations mit mehreren Spielen drin. Haben wir hier Dungeon Keeper 2, auch habe ich gesuchtet ohne Ende. Das war so ein geiles Spiel, das macht so Spaß. So, was haben wir denn hier? Space Alarm von Hartung Spiele, sehr schön. Achso, soll ich es auch mal zeigen, ne? Ja, das sind diese, sieht aus wie so ein LCD-Ding. Muss ich mal gucken, ob das anläuft. Aber da fehlen jetzt Batterien. Aber ich mag diese LCD-Dinger von früher. Da habe ich auch so viele von gehabt. Sehr cool. Dann... Das hörte gar nicht... Alter Schwede, okay. Ja, man würde jetzt... Alter, du bist doch verrückt, ey. Okay. Man würde jetzt sagen, ja, FIFA nicht so cool. Aber ey, ich mag FIFA. Und vor allem, wenn es auch noch sealed ist für die PS3. Haben wir da. Dann... Ey, das ist auch sealed. Rogue Trooper. Für die OG Xbox in der PG-Version. Das ist auch ein knallharter Shooter, kann man sagen. Can't wait to get down there. The Nords will know what hit. It's
vehicle before my biochip expires! Und dann haben wir eins meiner, ja, ich will nicht sagen Lieblings-Ego-Shooter, weil das würde nicht stimmen, aber eins der wenigen Shooter, die mir wirklich Spaß gemacht haben zu der Zeit, als es rausgekommen ist, das Remake oder das Remaster war ja ein bisschen Katastrophe, aber egal, es ist Sealed, ein 13 für die OG Xbox, Sealed, wow, ich, so, okay. Dann haben wir ein... Habe ich selbst auch noch nicht, aber ich freue mich riesig. Ein Super Advantage Controller von ASCIIware für den Super Nintendo. Das ist der Wahnsinn. Ich bin sprachlos, ohne Witz. Oh, Alter. Ja, ein Final Fantasy 8 von Squaresoft, ein Final Fantasy 8 PC, CD-ROM, Case für CDs, aber ich werde das so lassen. Ich werde das so lassen. Dann haben wir hier so ein Nintendo Power Minz, also diese Minz-Bonbons waren da wahrscheinlich mal drin. Im NES-Controller-Design. Sehr cool. Ach, dann haben wir hier, genau, das ist so ein weiteres LCD-Ding von Spyro. Ich glaube, das waren damals von McDonald's, genau. Warte mal, hat der zwei Screens? Der hat hier ein Screen und da ein Screen. Interessant. Ja, von Spyro, The Dragon. Dann haben wir für den PC... Das ist doch für einen PC, ne? Made in the EC. Ja, müsste eigentlich PC sein. CD-ROM Classics, ja. Syndicate für den PC. Und da drin ist noch ein Greatest Voyage, keine Ahnung, irgendein Reunion CD. Und das Syndicate. So. Cool. Ich wollte mir immer schon diese Art Buch immer mal holen, aber ich bin nie wirklich dazu gekommen. Nie. Aber jetzt habe ich zumindest die 2017er Ausgabe vom Guinness World Records Gamers Edition. Sehr schön. Da werde ich auf jeden Fall reinschmökern, dass ich lebe. Ich liebe Lesestoff, wie ihr wisst. Sehr cool. Also tut mir leid, Leute, bisher sehe ich nichts, was ich weitergeben werde. ja. Dann haben wir hier so ein Crash Bandicoot LCD, glaube ich auch von McDonald's, richtig. Dann haben wir hier so Schlüsselbänder für OG Xbox und für die PS2, sehr cool. Eine Anleitung für ein GameCube kann man immer gebrauchen. Jo, Alter. So, dann haben wir hier diese NES-Klon, also NES-Mini-Klon-Konsolen mit vorinstallierten Spielen. Die sollen gar nicht mal so verkehrt sein. Ich meine, ja, ist nicht das Original, aber solange es funktioniert, ne? Cool Baby Family Computer System Upgrade. Das ist nämlich die Updated-Version, deswegen ist das besser. Na, wisst ihr Bescheid. Okay, hier ist auch noch was drin, aber wir zeigen erstmal das schöne Metal Case. Es war so eine Aufbewahrungsbox, die gab es bei den hiesigen Teddys und Kicks und wie sie alle hießen. Und da drin haben wir bist doch verrückt. Also erstmal hier so ein schönes Küken. Aber was viel cooler ist, ich habe nämlich auch ein paar Anstecknadeln, die ich sammle die Dinger nämlich auch. Einmal von Turok 2.
Dann von... Na? Lege ich die mal kurz runter. Dann von Dungeon Keeper 2. So. Und aber Highlight. Natürlich Highlight. Ist das Resident Evil Stars. Pin. Mega. Hammergeil. Wow. Okay, wir haben hier einen schönen weißen Original Sony Controller. Ich weiß gar nicht, ob das für die One ist. So einen weißen kenne ich gar nicht. Sehr schön. Und hier noch ein Schlüsselband vom DS. Auch sehr schön. Dann haben wir hier schöne Turtles-Figürchen, Minifigürchen. Da. Dann haben wir hier, hier ist noch so ein Turtles-Wägelchen. Ist das Matchbox oder was ist das? Steht nur Mattel, Hot Wheels, da steht es doch. Hot Wheels, okay. Dann haben wir hier diese, das müssen auch von McDonald's sein, diese Figürchen, die es damals gab. Ne? Wir haben hier Luigi, zweimal Mario, Peach. Haben wir hier so einen schönen Würfel. Dann ein Goomba, der nicht gezeigt werden will. Komm her, junger Mann. Ein Goomba. Das ist auch... Nee, ist kein McDonald's-Ding. Wäre auch ein bisschen too big. Da steht auch nichts weiter. 2015 Nintendo, Jack's Santa Monica und so weiter und so fort. Ein schöner Goomba. Dann... Okay. Hier haben wir noch einen Coin. Gehört wahrscheinlich zu diesen McDonald's Mario-Dingern. Noch ein Turtle hier. Figürchen. Dann haben wir hier noch ein LCD-Spiel. So ähnlich wie das andere. Dann ein Strictly Limited Aufkleber. Und dann haben wir hier einen ganz, ganz schweren, großen PlayStation. Ganz, ganz große, schwere PlayStation-Tasche. Da ist, glaube ich, auch noch was drin. So, Karton ist leer. Aber ich mache mal nochmal hier diese Tasche auf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ganz viel Papierkram. Ich liebe Papier. Oh ja. Also, wir haben hier eine schöne Powerstation. Noch eine schöne Powerstation. Das sind ja diese Cheat-Bücher. Habe ich auch einige von. Sehr cool. Dann, oh, ganz viele Anleitungen. Anleitungen sind immer geil. Eine Super Nintendo-Anleitung. Dann, ach du Scheiße. Super Soccer-Anleitung. Mortal Kombat. F-Zero. Oh, die könnte sogar sein, dass mir das sogar fehlt. Mega Drive Warlock-Anleitung. Dann Alex Kidd in Miracle World Anleitung fürs Master System. Oh, das sieht nach einem Poster aus. Das sieht nach einem Poster aus. Ja, von Super Monaco müsste das sein. Komm schon. Super Monaco GP, genau. Sehr schön. Und die Zustände sind auch richtig super. Echt. Wie neu. Taumitz Adventure. True Lies, die Anleitung fehlt mir. Das weiß ich zu 100%, weil ich schaue seit Wochen. Moment, das glaubt mir doch eh keiner. Warte, eine Sekunde. Jetzt muss ich die Kamera machen. Wie mache ich das jetzt? Nein, ich mache das jetzt. Mikro ab. Mikro, ich hole gleich wieder. Bin ich wieder. Das ist einfach nur ein geiler Zufall, weil True Lies ist auch nicht gerade billig. Entschuldigt bitte die Soundstörung jetzt. So, ich hoffe, alles passt wieder. True Lies.
Anleitung fehlt. Ah! Schuleis. Komplett. Geil. Sehr schön. Weiter geht's. Sorry, falls jetzt der Sound ein bisschen... Kit Chameleon US-Anleitung. Das macht nichts. Ich packe das einfach in die PAL-Version mit rein. Dann Foreman for Real Boxing Anleitung. Sehr schön. James Pond. Ist das... Ja, scheint auch US zu sein. Ja. Rainbow Six Anleitung für die PS1. Humans Anleitung für den Genesis. Schlümpfe. Super Nintendo. Und NBA Live 95 für den Mega Drive. Hier haben wir noch... Das ist ein Sonic Poster. Mache ich jetzt nicht ganz auf. Kennen eh viele. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier... Eine PS1-Anleitung. Sehr schön. Kann man nie genug haben. Game Gear... Was? Separates the men from the boys. Okay. Was ist das? Ist das auch ein Poster? Nee, ach, das ist so ein Werbeflyer für ein Game Gear. Anleitung für einen PC, denke ich mal. Tiberian Sun. Command & Conquer. Oh ja. Hier wird wieder den Nostalgie-Button bei mir gedrückt. In der hintersten Ecke von meinem Hirn. Wet. Sexy Empire. Ja, haben wir früher gespielt. StarCraft-Anleitung. Warcraft 2-Anleitung. Ganz viele PlayStation-Anleitungen. Wie gesagt, kann man nie genug haben. Dann haben wir hier ein Cheat-Buch. Ich denke mal, das ist von Soft Sail. I don't know. Hier. Das weiß ich aber, das ist von Soft Sail, weil es draufsteht. Übrigens, ich war mal vor einem Jahr oder so. Wo kam die nochmal her? Nienburg, genau. Ist ja gar nicht so weit von uns. Da war ich mal und der Laden existiert immer noch. Der ist immer noch da. Aber natürlich haben sie da jetzt nicht mehr sowas. Aber ja, noch was hier und noch ein Soft Sail. Und hier ist Soft Sail Cheat Checker. Und noch ein Soft Sail Cheat Checker. Sehr schön, sehr, sehr schön. Yo, das waren die Sachen, die in der Tasche drin waren. Und natürlich noch so eine schöne PlayStation Hängetasche. Wundervoll. Lieber Steffen, du bist irre. Ohne Witz. Das Ding ist alle. Und was soll ich sagen? Ich bin echt baff. Jetzt Spaß beiseite. Also vielen Dank, vielen lieben Dank, wirklich vielen lieben Dank, dass da Sachen sogar drin waren, die ich selbst, vor allem die True Lies-Anleitung, das war so ein bisschen das Highlight, weil Anleitungen von Spielen, die ein bisschen teurer sind, die separat zu finden, das ist einfach schwierig. Und jetzt war es einfach hier mit drin und Hammer. Dankeschön. Danke für die Sachen. Ich werde schauen, was ich davon behalten werde. Das wird wahrscheinlich 95% sein, was ich behalten werde. Und ja, der Rest wird mal bei Freunden und Bekannten so als Goodies mit ins Paket gelegt. Definitiv. Nochmal vielen Dank und auch vielen Dank an euch fürs Zusehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.